Wolfgang Walter, Einsatzleiter von der Feuerwehr Lochau. Hier kam es vor wenigen Augenblicken zu einem schweren Verkehrsunfall. Was fand die Feuerwehr Lochau hier im Tunnel vor, als sie eintraf? Als erst einmal alarmiert war, ist immer Verkehrsunfall im Fennertunnel mit Brand. Und auf das eine haben wir uns vor ein paar Tagen gleich mit Langzeitatmen ausgerüstet und sind mit einer Atemschutzgeräte in den Tunnel gefahren. Wo wir angekommen sind, war zum Glück der Brand schon gelöscht. Durch Passanten, die haben da gut reagiert und das gleich mit Pulverlöschern abgelöscht. Weiters haben wir dann vorgefunden, eine eingeklemmte Person im Fahrzeug. Da haben wir gleich begonnen mit der Rettung, mit dem hydraulischen Rettungsgerät. Weiters war eine große Gefahrenquelle ausrinnender Benzin, der wir sofort mit dem Schaumteppich abdeckt haben. Im Wohnwagen waren zwei Personen, die wurden leicht verletzt, und im Pkw eine Person schwer verletzt. Mit wie vielen Fahrzeugen und wie vielen Mann war die Feuerwehr hier vertreten? Also die Feuerwehr Lochau war mit 4 Fahrzeugen und 25 Mann. Die Anzahl von Feuerwehren ist mir noch nicht bekannt. Die Dauer der Sperre, wie lange wird denn voraussichtlich der Pfändertunnel noch gesperrt bleiben? Können Sie hier schon etwas sagen? Ich vermute, circa noch eine Stunde wird er gesperrt sein.